Seit 10 Jahren stellen die Grünen in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten. Und daran wird voraussichtlich auch die kommende Landtagswahl am Sonntag nichts ändern. Die Grünen führen die aktuellen Umfragen klar an. Auch bundesweit hat sich die Partei längst zu einem Hort der Stabilität entwickelt. Die Bundestagswahl im September haben sie fest im Blick. Was können die Grünen tatsächlich erreichen? Wie weit können sie kommen? Darüber will ich mit Ulrich Schulte sprechen. Er ist Leiter des Parlamentsbüros der Berliner Taz, berichtet und begleitet die Grünen seit Jahren. In seinem aktuellen Buch »Die grüne Macht – Wie die Ökopartei das Land verändern will« schreibt er über die Partei, ihre Ambitionen, ihre Wähler und ihre Widersprüche. Herzlich willkommen, Ulrich Schulte. Vielen Dank, hallo. Wer sind denn die grünen Wähler und wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Also die grünen Wähler haben bestimmte Charakteristika, die man bei allen Landtagswahlen und bei allen Wahlen im Bund auch feststellen kann. Also es sind sehr viele Frauen, die Grünen wählen. Es sind eher gebildete Menschen, die Grünen wählen. Also die Zahl der AkademikerInnen ist in der grünen Wählerschaft sehr hoch, vergleichbar mit anderen Parteien. Es sind auch eher Wählerinnen, die ganz gut verdienen. Und dieses relativ enge Milieu, also eher großstädtisch geprägt und an Ökologie interessiert, hat sich mit den Jahren aber verbreitert. Also man stellt da schon in der Tendenz fest, dass die Grünen, je erfolgreicher sie werden, immer mehr in die Breite der Gesellschaft gehen. Das heißt, die Zahl der Arbeiter, die Grünen wählen, nimmt zu. Auch die Kinderkrankenschwester wählt jetzt vielleicht Grün. Und deswegen ist so dieses Klischee, was früher an den Grünen haftete, das sind so eine reine Besserverdienerpartei, ist nicht mehr so ganz richtig. Klimapolitik ist wichtig für die Grünen, ganz klar, aber im Moment auch ziemlich en vogue, kann man sagen. Also die Altparteien steigen mit ein, wenn zum Beispiel ein Markus Söder die Klimakrise zu einem seiner wichtigsten Themen macht. Ist das jetzt eine Gefahr für die Grünen? Also eine Gefahr würde ich sagen, nein. Also ich würde eher das andersherum interpretieren, das nutzt den Grünen. Es ist so, dass inzwischen Klimaschutz ein Thema ist, was breite Teile der Gesellschaft bewegt und was auch von vielen Menschen akzeptiert wird als wichtiges politisches Thema. Das war früher nicht der Fall. Da spielen auch Fridays for Future eine Rolle. Also seitdem die Schülerinnen für mehr Klimaschutz protestieren, wird halt an den Abendbrottischen dann auch über Klimaschutz diskutiert. Und wenn Markus Söder sich jetzt auch grüner gibt, also hinter der Oberfläche ist es dann manchmal nicht ganz so grün, wie man vielleicht vermuten könnte, aber dass er zumindest habituell sich dieses Themas annimmt, ist für die Grünen überhaupt nicht schlimm, weil ich würde behaupten, dass die Leute, die sich überlegen, grün zu wählen, dass die dann doch eher bei grün bleiben, weil sie das Original präferieren. Und wenn jetzt andere Parteien wie die Union zum Beispiel entdecken, dass Klimaschutz wichtig ist, spielt das den Grünen ja eher in die Karten für künftige Regierungsbildung. Sie haben das gerade schon angesprochen, besonders für die junge Generation ist der Klimaschutz wichtig. Und da gibt es auch einige neuere Parteien wie etwa die Klimaliste oder Radikal Klima in Berlin. Und die sagen es, die setzen sich, wie es der Name schon sagt, radikaler für das Klima ein, wollen die Ziele des Pariser Klimaabkommens unbedingt erreichen. Verlieren die Grünen ihren potenziellen Nachwuchs, weil sie nicht radikal genug sind in diesem Thema? Ja, ich würde sagen, die Grünen verlieren da zumindest eine bestimmte Gruppe von jungen Leuten, die auch ein anderes Politikverständnis haben. Also nehmen wir mal die Klimaliste in Baden-Württemberg zum Beispiel. Die werfen ja Winfried Kretschmann und der grünen Regierung dort vor, dass sie zu wenig tut, um das Pariser Klimaschutzziel einzuhalten. Und das stimmt auch. Winfried Kretschmann hat in Baden-Württemberg im Grunde eine sehr behutsame Modernisierung der Gesellschaft durchgeführt in den vergangenen Jahren. Und er war da auch sehr nachgiebig, wenn es um Lobbyinteressen ging oder wenn es um Industrieinteressen ging. Da hat zum Beispiel der Daimler, der Autokonzern, eine Standleitung in die Staatskanzlei. Und da fragt man sich schon, warum ist er da in bestimmten Themen nicht härter, auch zur Industrie? Und da sagen halt die jungen Leute zu Recht, das, was Kretschmann macht, reicht nicht, um das Pariser Klimaschutzziel einzuhalten. Und dahinter steckt aber natürlich auch ein Politikverständnis, das so ein bisschen realitätsfremd ist, weil die jungen Leute denken, dass im Grunde diese wissenschaftlichen Vorgaben eins zu eins von Politik in Wirklichkeit
transferiert werden muss. Und so funktioniert die Demokratie nicht. Also das heißt, Demokratie ist immer störrisch. Das dauert. Es gibt dann ganz viele Interessengruppen, die das auch anders sehen. Und man muss dann Kompromisse schließen. Und dieses Verständnis von parlamentarischer Demokratie und auch von der Notwendigkeit von Kompromissen, das haben die jungen Leute nicht. Aber das muss man vielleicht auch gar nicht haben, wenn man Aktivist ist und auf eine Straße geht mit einem sehr berechtigten Anliegen. Aber die Grünen stecken halt immer in dieser Klemme, dass sie diese wissenschaftlich fundierten Forderungen abgleichen müssen mit dem System Politik. Und deswegen kommt eben am Ende etwas dabei raus, was manchmal nicht reicht. Womit können die Grünen denn Ihrer Meinung nach derzeit punkten? Also die Grünen, wenn wir jetzt mal auf die Bundestagswahl schauen, würde ich sagen, haben sie einiges, womit sie punkten können. Sie sind erstens eine Partei, die sehr geschlossen agiert. Also es gibt bei den Grünen kaum noch Streit zwischen den Flügeln, zwischen den linken Grünen und den Realos. Die ganze Partei möchte im Grunde regieren und ist auch bereit, dafür bestimmte Kompromisse einzugehen. Es gibt zwei Führungsfiguren, die sehr gut funktionieren. Sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck haben hohe Beliebtheitswerte bei den Deutschen und schaffen es auch, also auf eine Art und Weise für Politik zu begeistern, wie das vielleicht anderes Führungspersonal nicht schafft. Und die Grünen sind wirklich programmatisch sehr breit aufgestellt. Also man denkt ja immer, die Grünen seien eine Klimaschutzpartei oder eine nur an Ökologie interessierte Partei. Das ist aber gar nicht so. Wenn man wirklich mal ins Programm guckt, dann merkt man, dass sie sowohl in der Sozialpolitik als auch in der Arbeitsmarktpolitik bis hin zur Finanzpolitik einen breiten Fächer von Themen haben und überall Konzepte entwickelt haben. Und deswegen würde ich sagen, sind Sie schon jetzt für den Bundestagswahlkampf relativ gut vorbereitet. In Ihrem Buch schreiben Sie, sogar das Kanzleramt ist in Reichweite. Wer wird denn Kanzlerkandidat oder Kandidatin werden? Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Das ist die Gretchenfrage. Das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Und ich glaube, auch die beiden wissen es noch nicht. Die haben das einfach noch nicht entschieden. Die offizielle Ansage ist ja, diese Entscheidung fällt nach Ostern bis Pfingsten, also dann in einem Zeitraum von mehreren Wochen. Und es spricht für beide etwas. Also Annalena Baerbock ist eine sehr kluge, inhaltlich fundiert argumentierende Politikerin, die wenig Fehler macht. Und Robert Habeck hat, würde ich sagen, eine Ausstrahlung, die weit über grüne Milieus hinausreicht. Also er hat da schon etwas, was andere Politiker nicht haben und wo ich auch immer merke, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dass auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt grün wählen, sich für ihn interessieren. Und beide wären aus meiner Sicht geeignet für die Kandidatur und wer es wird, tut mir leid, kann ich nicht prognostizieren. Alles klar. Wagen wir mal ein Gedankenspiel. Sie begleiten die Grünen seit Jahren, kennen sich super aus. Was würde passieren, wenn die Grünen Deutschland regieren würden? Dann würde, glaube ich, weniger passieren, als man so denkt. Also es gibt ja immer diese Erzählung, die auch von rechts unterfüttert wird, also von der AfD, in Teilen auch von der Union, dass die Grünen so eine Art Ökodiktatur planen. Also wenn die Grünen an die Macht kommen, dann wird alles ganz schlimm, dann müssen wir verzichten, dann nehmen die uns die Autos weg, dann dürfen wir kein Fleisch mehr essen und so weiter. Und das halte ich alles für großen Quatsch. Also im Grunde, selbst wenn die Grünen den Kanzler stellen und dann zum Beispiel mit der Union zusammen eine Koalition bilden, Grün-Schwarz, was ich für völlig unwahrscheinlich halte, aber nehmen wir mal dieses Gedankenspiel, dann wird sich viel weniger ändern, als alle Leute vermuten, weil wir hatten das Thema schon, weil eine Demokratie immer ein großes Beharrungsvermögen hat. Also das dauert, bis man eine Gesellschaft verändert. Dann wird vielleicht der CO2-Preis ein bisschen ansteigen, aber nicht so deutlich, dass die Menschen kein Auto mehr fahren können, sondern dann wird das Benzin ein paar Cent teurer, aber das werden die meisten dann gar nicht merken. Dann wird sich für Hartz-IV-Empfänger vielleicht ein bisschen was verändern. Also die Grünen planen
eine große Hartz-IV-Reform. Sie wollen dieses Thema im Grunde abräumen und sagen, wir brauchen eine ganz andere Grundsicherung ohne Sanktionen und auch mit deutlich höheren Regelsätzen. Aber wenn dann die Union mitregiert, wird sie das Ganze bremsen. Also die Union will ja überhaupt keine Veränderung und am Ende wird dann irgendwie ein Kompromiss dabei herauskommen. Also dass Hartz-IV-Empfänger ein bisschen mehr Geld bekommen, aber jetzt auch nicht viel mehr. Und so könnte man das für alle Themenbereiche im Grunde durchdeklinieren. Also ich glaube, mit einer Grünen oder einem Grünen im Kanzleramt wird die Gesellschaft und die Politik ökologischer, das ja. Aber es wird sich auf keinen Fall alles ändern, sondern es wird eher eine langsame Veränderung. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und für das Gespräch. Ulrich Schulte. Sehr gern. Tschüss.